So, Hallöchen aber auch, und ich wollte auch sagen, und damit ein herzliches Willkommen, Leute. Ich würde mal sagen, da haben wir doch gleich mal eine Mission am Start. Das sollten wir gleich mal vorbeischauen. Hi, Bro. Oder besser, Chiefy. Good. Miss O'Shea. Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Officer! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging them. Here's open. Arthur. What? Who brought this on himself? You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah, of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Oh mein Gott, war das geil. Ach du Scheiße, das war jetzt sogar... Nein, dieses Arschloch rette ich nicht. Scheiß einfach auf ihn. Oh mein Gott, wie geil. Nein, das rette ich auch nicht, scheiß drauf. To kid, you know how he is. Yes, I do. Hey, hier muss gleich mal ein bisschen herumschießen, dass jeder weiß, dass ich unterwegs bin. Then we ran into some fellas. One of them, Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town. We're in. Ah, okay. Na, warte, die Edelsteinmänner und Jimbo. Ah, zurzeit nicht verfügbar. Ah, alles klar, alles klar. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get him? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink. Tja, hoffentlich sind die nachher nicht böse, weil ich letztens. Ja, das ist ein Pferd paddelt hab. Ja, war halt einfach ganz mit da. Sorry. I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Nothing big. A bissl Ärger ist gut gesagt. Wenigstens sind wir mal wieder sauber. Here we are. Hallöchen. Die kennen uns definitiv alle. Erst, wenn es da Ehrenmetzger gibt, dann muss ich das doch Bernd abliefern können, normalerweise. Ei, gleich mal eine platzt. Wir sollten uns sich unauffällig verhalten, gleich mal eine platzt. Okay, ich werde es mal eher oben versuchen. Hallöchen. Ah, also doch.
okay. Also doch unten. Ja, ja, da werden wir wahrscheinlich mit dem Barkeeper reden müssen. Ja, darf ich da überhaupt hinter den Tresen? Du, aber ich hab mit dir zu reden. Servus. Hi. Ah, so geht das. Ah, da wollen wir sich mal anlehnen. Just one or two, right off? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Here, have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy stuff, but Micah... A lot of crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there... To show the walls. My Lord. You men is dull. What? Wir können an der Bracken. Bedrohen, du mal schmeicheln. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. Einer der besten. Could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Oh, das war jetzt geil. Wow, shit. Würde man sagen, definitiv über den Dusch trinken. That's great, Martin. Lenny, where are you? What the fuck? Freund der Person. Hi. Find my friend. You know where he went? Das ist eine gute Frage. Oh, wo haben sie denn da hingehauen? Kann es vielleicht sein, dass es ein bisschen gefährlich ist, dass wir ihn allein gelassen haben? Er ist... Wie soll ich sagen? Schwarz. Dass da vielleicht irgendwas gemacht haben. Ich glaube aber nicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht macht er einfach nur noch weiter Party, oder? Und da vielleicht in ein Zimmer eine Karte. Hi. Oh, schade. Oh, hi! Geil. Oh, nicht schlecht. Wo wir da immer überall einplatzen können. Oh, ich hätte mal fix da gehabt. Jetzt können wir auch da reinschauen. What the fuck? Oh, ich nehme mal an, ihm hat es ausgekaut. Oh, schade, da können wir niemanden. Hi. Oh, schade. Ah, da haben wir ihn ja, da haben wir ihn ja. Lenny. Hallo, Lenny. Alter, von wo haben wir jetzt schon wieder das Bier? Das ist ein Wahnsinn. Schon wieder. Oh shit. Oh Mann, oh Mann. Oh, das wird sich schon wieder prügelt. Alter, der will dir zustechen. Geil. Stich zu. Ja, ich glaube, das war mit der Treppe ein bisschen zu viel. Schön langsam mit der Treppe. Ah, oh, Wahnsinn. What the fuck? Ah, wie schön. Mach mal ein bisschen Pipi. Geil. Alter, wie viel Bunst? Oh, das ist ein Schwänzchen. Ist das so eine Wampe so dick oder was?
Ja, der punzt aber ordentlich lang. Das muss aber ordentliches Kaliber da unten sein. Und dann auch noch in die Ego-Perspektive in der Suppe. Hallöchen! Lenny? Du bist zu. Okay? Hi. Found you, Lenny. Lenny? Maybe you should switch to water, my friend. What the fuck? Das geht anscheinend nur noch in die Ego-Perspektive. Wie schaut's denn da aus? Ja, vielleicht schauen wir jetzt wieder in die Zimmer rein. Oder ist der Dreh jetzt schon fertig gemacht oder nicht? Oh, hi. Oh mein Gott, Lenny macht's mit Lenny! Schon wieder. Ah, Wahnsinn. What the fuck? Lenny macht's mit Lenny. Nicht stürzen, nicht stürzen. Hi! Ein bisschen zu viel. Aber nur ein bisschen. Okay, wir müssen mal mit hinsetzen. Oh, da gibt es Leute nicht auf. Hi. Du bist zwar schwarz, aber nicht Lenny. Bist der Bodo. Boah, ich sehe da gar nichts mehr. Na, wie schön, dass wir den falschen haben. Können wir da jetzt öffnen? Da kommen die unteren Zimmer dran. Ja, wir nehmen mal an, das waren dann auch alle Leute. So. Hey, was ist ein Laden? Hi. Du brauchst allein ist. Der war jetzt geil. Aufmachen und so noch ein Schrein. Au. Oh. Hi, bist du Lenny? Oh, schau dir. What the fuck? Schon wieder umkippt. Ist umkippt, oh mein Gott, geil. Lenny! Warte, dann haben wir da auch noch andere Zimmer. Haben wir die überhaupt schon probiert gehabt, diese eine Zimmer da? Das ist doch eine gute Frage. Oder Lenny's. Ah, hi! What the fuck? Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, wie geil. Halt die Klappe und trink weiter. Urgeil. What the fuck? Ah, wieso nicht? War schon nicht schlecht, oder? Und eine. Geht schon, geht schon, die geht schon. Ich würde definitiv laufen. Das war mal ein Roadtrip. Ja, unseren Hammer haben wir zwar vergessen, aber scheiß drauf. Scheiß auf her. Oh shit. Oh shit, oh shit. Wie sie fliehen wollen, die kommen ja selber in den Knast. Geil. Die kommen dadurch noch wirklich selber in den Knast. Oh mein Gott. Wir wirklich? Er glaubt wirklich. Sie kriegen ihn nicht, oder? Alter, wenn sie wirklich nicht kriegen, dann ein bisschen peinlich, oder? Ach du Scheiße, sie haben ihn wirklich nicht gekriegt. What the fuck? Ja, der Kater tut weh. Oh, you moron.
Nicht schon wieder. Ach du Scheiße. Nicht schon wieder. Was war denn das letzte Mal? Oh, wie nett. Bist du deppert. Ja, früh am Morgen fängt den Vogel, würde ich mal sagen. Na, wie schön, dass sich alles dreht. Na, wie schön, dass sich da alles dreht. Unser Pferd, die werden wir nicht so schnell kriegen, habe ich das Gefühl. Aber dafür die